Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 2. Und wir gehen direkt ins nächste Kapitel. Und wir sind auf einem Schiff. Okay. Auf einem Schiff. Da liegt doch was. Kackvieh, was auch immer du bist. Ich glaube, das war der Flabber von vorhin aus der letzten Folge. Yeah! Zieh mich ran! Brunks! Haha! das war der Flabber aus der letzten Folge. Da haben wir so ein kleines Flabberstück aus diesem... ja, Gefäß geholt. Und das ist sehr vertrauenswürdig, wenn... warte mal, bitte was? Kapitel abgeschlossen? Oh, jetzt habe ich die Errungenschaft nicht gesehen. Also mal ganz ehrlich, fortsetzen, was war denn das? Das war ja jetzt mal richtig kurz. Okay, nächstes Kapitel. Da ist ein Böbbel. Da ist irgendwas, das kann man nicht anklicken. Da ist ein bisschen was. Und hier ist auch was. 1, 2, 1. Was? Hiermit kann ich noch nichts machen. Okay, dann fängt es wieder hiermit an. Okula. Nö. Hat das auch was zu sehen? Da ist ein Käfer drinne. Ich würde gern das Ding hier verschieben wollen. Geht aber anscheinend nicht. Okay. Da müssen wir wohl doch erstmal woanders hin. Was ist denn das hier? Subi Alpha, also Subjekt Alpha 17, Lamprina Aurata. Subjekt zeigt keine Reaktion auf Postmortem-Einflößung von Serum 04 im Komp mit... Ach du Scheiße. Ich würde gerne mal die Hand da hinten sehen wollen. Na... Ich wollte die Hand sehen, mehr nicht... sag mal. Die kann ich nicht anklicken. Nice. Gottchen. Das sieht doch aus wie so ein Mausecode-Dings. Da liegt eine Asbach-uralte Spritze. Holy. Ich weiß nicht, ob ich das rauslassen möchte. Okay, da muss ich was einsetzen. Gucken wir mal hier hin.
verstehe das hier gerade irgendwie nicht. Hä? Ja, eine Filmspule. Wo kriege ich die denn her, bitteschön? Hier fehlt halt auch was. Aber ich verstehe das halt gerade nicht so wirklich. Entweder ich bin gerade zu blöde. Oder einfach, ich habe null Peilung gerade. Ich mache jetzt einfach mal just for fun hier irgendwas. Hier auch nichts irgendwie angezeigt. Außer vielleicht hier. Da ist ein Pfeil nach unten, ne? Oh, wow. Ich glaube, ich sollte nichts dazu sagen. So, aber jetzt, wir haben den Schraubendreher. Für was ist der wohl gut? Nein. Nein. Diese Werkbank sieht interessant aus, also doch, Dorte. Aber für was der Schraubenzieher? Auf der Werkbank ist eine große kugelförmiger Behälter. Was um alles in der Welt könnte sich darin befinden? Willst du mich verarschen? Habe ich doch vorhin schon reingeguckt. Eine Holzkiste. Aha. 669. Cool. Es dreht sich nicht mehr. Das dreht sich da drinnen nicht mehr. Für was dieses Ding gut ist, keine Ahnung. Ich muss jetzt irgendwo einen Code finden. Okay, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Sechs, sechs, neun.
Die Kiste, die ich aufgenommen habe, lässt sich vielleicht öffnen. Ja, wie denn? Gib mir doch einen Code. Okay. Alter, was ist denn heute hier bei mir los? Krankenwagen ohne Ende. Diese Symbole auf der Vorderseite der Holzkiste, vielleicht finde ich die irgendwo im Raum. Aber da bin ich doch schon dabei. Hier haben wir solche Symbole. Das sieht sehr merkwürdig aus. Aber sehr, sehr merkwürdig. Was war das zweite Symbol? Das zweite Symbol war durchgestrichenes S und ein falsches T. Durchgestrichenes S ist da, also 7. Und falsches T ist da, 3. Ich habe eine Batterie gefunden. Und die Batterie kommt bestimmt nicht da rein, sondern da rein. Wer hätte es gedacht? Hä? Lol, die ist. Oh, die ist alle. Ich muss die erstmal aufladen. Beschiss. Da. Ja, Batterie ist voll. Nice. So. Dafür ist das also gut. Aha. So. Oh, das blendet aber. Den Böppel nehme ich mit. Danke. Der kommt. Kann ich das da irgendwie? Das kann ich nicht anklicken. Schade. Sternpöppel. Nein. Nein. Und das hier unten. Ah, irgendwelche Spulen, okay. Was ist denn, wenn ich jetzt das hier noch mal ein bisschen verschiebe? Ah, geht nicht mehr, okay. Dieses Jeffrey-Griff, den ich aufgenommen habe, wo könnte der passen? Da bin ich gerade am Suchen. Da, ach, da unten. Lull. Und die zwei. Oh, was ist das da?
Hättest du das bei der 1 vielleicht auch machen sollen? Scheiße. Ein Film, Rollen. Was war das? Eine Rolle mit Bildern. Okay. Brief möchte ich jetzt nicht lesen. Wir müssen nochmal auf die 1 zurück. Auf der Seite. Okay. Bleibst du? Bleibst du? Ey! Jetzt! Da fehlt ein Käfer! Okay! Was ist denn das da hinten? Subjekt EH, Ansatz oben rechts, Abtrennung. Nee, och, komm. Irgendwas mit Abtrennung von Schultergelenken, ne? Da könnt ihr gerne auf Pause drücken, ne? Ich werde da nicht weiterlesen, ne? So, wir haben zwei Sachen. Eine kommt auf jeden Fall hier rein. So. Natürlich kommt da auch noch die Batterie rein. Ich hätte gern die Batterie wieder. Wie, das ist beschiss. Ich will die Batterie wieder haben. Fach mit elektrischen Anschlüssen. Ja, das ist mir klar. Ich will die Batterie wieder haben. Oder ich kann... Was ist denn das hier unten? Ne, kann ich nichts aufmachen. Schade. Kann ich hier irgendwas aufschrauben? Nö. Aha. Mache ich das jetzt richtig? Der Strahl verändert sich nicht. Okay. Nee, der Strahl hat sich nicht verändert. Ich bin doch aber jetzt da drauf. Hä? Wenn ich den Griff am Tisch drehe, bewegt sich der Obergriff über die Riffel. Wow. Und trotzdem kann ich nichts damit machen. Hä? Ich verstehe das hier gerade einfach nicht.
Auf der Oberseite des Tisches ist ein Loch. Ich kann den oberen Griff bestimmt so drehen. Ja, hab ich doch schon gemacht. So. So drehen, dass er damit angeglichen wird. Hab ich. So, und jetzt? Ich gehe wieder zu der Kurbel. Da will ich aber nicht hin. Der obere Griff des Schisses mit dem Loch abgeglichen. Ich kann ihn jetzt hochziehen. Das habe ich doch versucht. Mach da nicht. Ach, jetzt auf einmal. Schwieriges Rätsel. So, aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.